Ich freue mich wirklich sehr, oder wir freuen uns vom Orga-Team, denke ich. Das ist sehr gut heute. Ein paar Sachen habe ich noch. Ne, ein paar Sachen nicht. Wir wollen eigentlich pünktlich um 17.30 Uhr losfahren. Unsere gewohnte Runde, irgendwie habe ich mitgekriegt, dass irgendwie eine Straße gesperrt ist und geht ein bisschen anders, da gibt es einen anderen Kurs, aber egal. So, zu Anfang wollte ich gleich noch mal was sagen. Wer die letzte Zeit mal ein bisschen die Presse verfolgt hat, kann man ja eigentlich nicht mehr machen, aber gut, okay, ist eine andere Sache. Wenn ich das so mitkriege, wir sollen uns von unserem Verteidigungsminister kriegsbereit machen. Hat der ein Ding an der Waffel oder was ist mit dem los? Wer weiß? Ich meine, eins ist ja Fakt. Die das so was mitgemacht haben, die werden auch immer weniger. Aber ich sage noch nur eins. Ich möchte nicht so was mitmachen und traut meinen Kindern und Enkelkindern schon gar nicht zu. Eins ist auch Fakt, ich bin ja jetzt auch schon bald ein alter Ossi, aber ich muss auch ganz klar sagen, so was hat sich Erich nicht getraut. Die greifen unsere sogenannte Außenministerin, naja, wie auch immer, meine ist es nicht. Die reist in der Welt rum, die droht dem Chinesen, die droht dem Russen. Sitzt sie nicht ganz dicht mit so einer Transgender-Armee? Ich krieg das Kotzen. So, das muss ich heute mal loswerden. Das hat mir schon so unter der Zunge gebrannt, weil ich hab so die Schnauze voll von diesen. Und dann, ja, heute ist Rosenmontag. Neulich war ja eh eine Bütt hier. Naja, das wird nicht wieder vorkommen, das verspreche ich euch. So. Wir drehen jetzt mal eine Runde, wie ihr habt, die Polizei, ich glaube, mein Schlepper steht ganz vorne, wir fahren so 4 km/h, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich möchte gerne mal ein Feedback haben, wenn es nicht so sein sollte, wir zu langsam oder zu schnell sind, aber bitte, schön, dass wir schön vernünftig gehen, denn es ist für uns alle am besten, oder? Meiner Meinung? Gut, okay. Ich bedanke mich erstmal und ja, Danny wird ja so ein bisschen die Fahrt begleiten und einige Sachen dazu sagen. Also, bis nachher und dann werden wir noch ein paar Redner hören, denke ich mal.
Ja, bewusst? Ja, bewusst? Ja, bewusst? Ja, bewusst? Ja, bewusst? Wir haben die Schnauze voll. Ja, bewusst? Ja, bewusst? Wunderbar. Ich kann euch nicht hören. Immer noch einmal für unseren Kameramann. Die Ampel muss! Die Ampel muss! Die Ampel muss! Die Ampel muss! Nein, Danny hat schon gesagt, wie geht der Slogan heute? Die Ampel muss! Die Ampel muss! Die Ampel muss! Danke! Mario Ortlieb kennt ihr schon. Vom letzten Mal, glaube ich, oder vom vorletzten Mal. Bitte. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wurde ja schon vorgestellt. Vielen Dank, Ulf. Hat eigentlich einer mal gezählt, wie viele Fahrzeuge und Leute heute hier sind? Das ist ja schon mal super. 130 Fahrzeuge. Ich habe es letzten Montag mal gezählt. Da waren ca. 900 Leute und 110 Fahrzeuge. Aber wir müssen da noch 2 Kohlen drauflegen. Bevor ihr alle nächstes Mal losgeht, klingelt ihr mal beim Nachbarn an der Tür, was der so vorhat den Abend und schleppt den einfach mal mit her. Ich möchte eigentlich nur ganz kurz ein paar Worte verlieren. Am Donnerstag wird unser Ministerpräsident Woidkin ab Fritz II kommen zur Bürgerfragestunde. Wie ihr alle wisst, ist das Wahlkampfgeplänkel, Shake Hands, viel versprechen, was man nachher nicht hält. Wir als Bauern von Pritzwalk haben uns überlegt, wir werden Ihnen auch einen kleinen Empfang bereiten, ein bisschen Technik vor das Kulturhaus stellen und wollen ihn danach zum Gespräch bitten. Und zwar möchten wir auch ganz gerne daran erinnern, dass er seine Worte nicht vergisst vom 8. Januar.
Er möchte die Bauern unterstützen und der Agrardiesel muss bleiben und, und. Und zwar hat er die Chance am 22. März im Bundesrat, ist er das Zünglein an der Waage. Wenn er dagegen stimmt, ist das Ding vom Tisch. Aber wie gesagt, das kann nur der Anfang sein. Jawohl. Und wir müssen alle weiterhin zusammenhalten, der Mittelstand komplett. Und wir müssen vernünftige Regeln und Rahmenbedingungen für uns alle für die Zukunft erarbeiten hier. Wenn wir jetzt nachlassen, wird es nie mehr was. Dann haben die da oben gewonnen. Und wir werden dort noch versuchen, dass wir Plakate fertig kriegen, Forderungen dran. Ich habe das neulich von jemandem gehört, Helge Dietmann. Der hat zum Beispiel in Parchim Quadtracks hingestellt, hat die ringsum eingezäunt mit Bauzäunen und hat an diese Bauzäune so eine Forderungskataloge angebracht. Von den Landwirten, von den Handwerkern, Spediteuren, Mittelstand, egal wer, konnte da so einen kleinen Forderungskatalog anmachen, damit die Politik ihre Hausaufgaben machen kann, die Politiker da hinfahren können, das mitnehmen können für ihre Büros und die Punkte vernünftig abarbeiten. Wer da am Donnerstag noch mit einer Pritzwe kommen möchte, ist da gerne gesehen. Allerdings wollen wir da nicht mit einem riesen Treckerkorso aufschlagen. Das soll alles ein bisschen schmal bleiben. Aber wir haben gesagt, Landwirtschaft, grüne Weste bemerkbar machen. Wir haben einen Bürgerdialog ins Kulturhaus rein. Macht euch eine Frage parat, die ihr an den Ministerpräsidenten stellen wollt. Kurz, knackig und so, dass er die auch wirklich beantworten muss und nicht sich irgendwie rausmanövrieren. Und danach wollen wir ihn gerne zum Gespräch laden. Er hatte uns mal schon zweimal eingeladen, er möchte mit uns mal eine kleine Bauernrunde machen, das werden wir einfordern. Und wir fordern ein, dass er am 22. gegen diesen Agrardiesel stimmt und seine Landwirtschaft in Brandenburg weiter stärkt. Denn ohne uns hat er auch nichts zu essen. So, eine kleine organisatorische Sache noch. Ich finde es echt geil, das Order-Team wird die sich hier jeden Montag den Arsch aufreißen und versuchen, das hier auf die Beine zu stellen. Aber das kostet alles Zeit und Geld. Und wir haben hier heute mal eine kleine Spendenbox hingestellt. Wer möchte, wenn es nur ein Euro ist, scheißegal. Aber irgendwas, dass hier vielleicht ein bisschen was kommt, wenn die Plakate drucken oder Banner machen oder sonst irgendwas oder Flyer erstellen, das kostet alles, wie gesagt, Geld. Und es wäre cool, wenn jeder hier so ein bisschen was in den Pott schmeißt. Ich werde gleich mal anfangen. Dankeschön. Hallo Wittenberger, das ist ein Weckruf. Hallo. Also, wer den Weckruf jetzt nicht gehört hat, ihr wart so laut, ihr wart so toll, dann ist den Leuten tatsächlich auch nicht mehr zu helfen. Dann werden sie vor der aktuellen Kamera weiterschlafen. Und das ist ja momentan das Problem, was wir haben, dass die Aufgewachten nicht mehr schlafen können und die Schlafenden wachen nicht auf. Und insofern ist es tatsächlich notwendig, dass wir die Leute sammeln und dass wir sie auf die Straße bringen, weil die Straße ist die Tribüne des Volkes. Insbesondere dann, wenn es auf den sonstigen Tribünen nicht mehr Platz nehmen darf. Es ist so, man kann nicht aufstehen, wenn man sitzen bleibt und deshalb ist es schön, dass ihr alle hier seid. Und man muss einfach mal zur Abgrenzung sagen, das geht mal raus zur Abgrenzung an Frau, wie heißt sie? Strack-Zimmermann. Wir sind keine Schmeißfliegen, wir sind... Volk! Genau, wir sind das Volk. Eine Nachricht geht raus an den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Wir sind keine Schmeißfliegen, wir sind das Volk! Genau. Und eine Nachricht geht noch raus an den Bundeskanzler Olaf Scholz, der meinte, die hohen Bauzinsen sollen ein psychologisches Problem sein. Da muss ich antworten, wir sind die Werktätigen, die die Zinsen real erarbeiten müssen. So, und bei den beiden Letztgenannten, also sprich beim Steinmeier und beim Scholz, geht es so, wenn die von Anbau reden, geht es bei denen nicht um landwirtschaftliche Produkte, sondern geht es darum, dass sie das Bundeskanzleramt anbauen wollen mit einem derzeitigen Salär, was geplant ist mit 777 Millionen. Und Herr Steinmeier will das Schloss Bellevue ausbauen. Allein die Zwischenlösung während der fünfjährigen Sanierung des Schlosses soll 205 Millionen kosten. Also es ist unglaublich, was für ein Geld verschwendet wird für hier ein Feudalsystem, wo Leute sich zwar Schlösser und Burgen bauen. Aber ihr wisst,
Ihr wisst, wenn ein Clown in einen Palast einzieht, wird der Clown kein König, sondern der Palast wird zum Zirkus. Und genau das erleben wir hier. So, jetzt ist vielleicht auch an der Zeit, mich kurz vorzustellen. Ich bin Rechtsanwalt für Aufklärung, komme aus Havelberg und bin seit 4 Jahren im Widerstand gegen diesen Corona-Zirkus und den sonstigen Unsinn, den man hier veranstaltet. Ich gehöre tatsächlich keiner Partei an, bin sozusagen neutral hier und verdiene, wie ihr alle, leider nicht die 60 Euro, die man sonst für die Demos irgendwie abgreifen kann. Wenn man ein Schild mitbringt, vielleicht nochmal 20 extra. Wir kommen also hier, weil wir intrinsisch motiviert sind und weil wir zum Ausdruck bringen wollen, dass wir das nicht mehr hinnehmen wollen. Wir haben nämlich die... Genau. So. Die kognitive Leistung, die erwartet wird von den anderen, ist, das angeblich Richtige als falsch und das angeblich Falsche als richtig zu erkennen. Das scheint noch eine Weile zu dauern. Ich hoffe nicht wieder 12 Jahre. Karl Valentin sagte, dort, wo alle das Gleiche denken, wird nicht viel gedacht. Und wenn wir alle in die gleiche Richtung gebürstet werden sollen, bleibt nicht mehr viel übrig, was die Deutschen denken können. Der Kinderbuchautor, eigentlich ist er ja nur Kinderbuch-Co-Autor, weil seine Frau schreibt die Kinderbücher. Habeck ist übrigens der Meinung, dass er keine Unterstützung vom Staat braucht. Er könne die höheren Preise übrigens auch so auffangen. Er verkennt, dass er, seine Nebeneinkünfte, die wahrscheinlich auch nicht ganz unbeträchtlich sein werden, mal außen vorgeklammert, von uns allen abhängt. Zu 100% kommt sein Ministergehalt aus Steuern. Das heißt, er kommt sehr gut klar mit unseren Steuern. Er hat übrigens 2019, das kleine Anmerk habe ich neulich gefunden, ein Vorwort gesprochen zum Update des kommunistischen Manifestes für eine gebundene Ausgabe, das Aktivistenmanifest, mit einem aktualisierten Vorwort von Robert Habeck, 24. April 2019. Da wissen wir etwa, wo es lang geht, das kommunistische Manifest mit Vorwort von Habeck. Kann ja jeder mal nachgoogeln. So, warum stehen jetzt so viele Landwirte, die uns den Weg ebnen, wahrscheinlich nicht mehr lange, weil sie demnächst wieder ansehen müssen und sich um die Landwirtschaft kümmern müssen. Warum geht es hier oder worum geht es bei den Protesten hier vor Ort? Nun, vordergründig geht es um Subventionen. Aber, jetzt muss man mal sagen, das Wort Subvention mal auseinandernehmen. Das heißt einfach nur, dass den Bauern weniger in die Tasche gegriffen wird als den Normalbürger. Es ist ein bisschen weniger Plünderung, das heißt, sie kriegen das geplünderte Geld ein Stück weit zurück. Wir zahlen ja, wie ihr wisst, auf die Mineralölsteuer und Ökosteuer noch zusätzlich die Mehrwertsteuer. Also da kommt die Steuer auf die Steuer. Und die Bauern werden nur nicht so viel geschröpft. Und das ist auch gut so, weil sie leisten nämlich tatsächlich ganz wesentliche Arbeit, dass wir hier die Nahrung und unsere Grundsubstanzen haben können und nicht importieren müssen. Ein Bauer sagte neulich zutreffend zu mir: Ich will gar nicht, dass mir der Staat etwas in die linke Tasche steckt. Es reicht mir, wenn er die Hand aus meiner rechten Tasche nimmt. Es geht nämlich hier längst um viel mehr als um die Bauern. Hier soll seit Jahren die ganze Gesellschaft umerzogen werden. Ihr kennt das, Kinder, Frühsexualisierung, ich komme darauf gleich. Mit einer Indoktrination des Klimawandels von klein auf, der sogenannten grünen Agenda, einer Transformation, so. Von herkömmlichen Energieträgern zu Zappelstrom aus Windrädern und Sonnenkollektoren, mit förderungsbedürftigen E-Autos, also ehemals förderungsbedürftigen E-Autos, also mit Stützrädern, der Abschaltung der Holzheizung und Kamine und der Ersetzung durch sogenannte Wärmepumpen. Haben wir alle schon übrigens? Jeder hat eine Wärmepumpe zu Hause? Heißt Kühlschrank. Funktioniert nur andersrum. Also wenn man mal sehen will, wie viel Strom so eine Wärmepumpe frisst, einfach mal den Kühlschrank beim Verbrauch zugucken. So. Zurück zu den Bauern. Hier geht es nicht um eine Diskussion, ob die Bauern als einziger Erzeuger der Urprodukte für unsere Lebensmittel weiterhin günstig tanken können oder etwas Kfz-Steuer sparen, sondern es geht um die Verteuerung der Produkte für uns alle. In der gesamten Lieferkette, inklusive Verteuerung der Mautgebühren für den Lkw-Transport. Es geht darum, dass diese Regierung Geld verschwendet. Und Freunde, ihr seid alle genau richtig hier, weil der Störimpuls, der losgeht, ist nämlich, dass Steuerhinterziehung bestraft wird, da kann ich ein Lied von singen, also habe ich natürlich auch Mandanten, weiß ich nicht selber. Aber das andererseits, ne, das ist die eine Seite der Waage, das ist die andere Seite der Waage, also Dala, die Steuerverschwendung nicht unter Strafe gestellt wird. Und daran muss sich dringend etwas ändern.
diese Regierung verschwendet nämlich tatsächlich Geld. Also unser aller Steuergeld. Jeder zweite irgendwie 1000, 2000, 3000, wie viel x-tausend im Jahr oder gar pro Monat. Die Migration verschlingt, gering wie geschätzt, 50 Milliarden, die Entwicklungshilfe angeblich 33 Milliarden, da steckt in anderen Haushaltsgeschichten und Titeln noch wahrscheinlich mehr, also 51 Millionen, ich komme auf die Radwege in Peru gleich, Lieblingsthema von mir. Peru ist nämlich tatsächlich eine Bergregion, das geht los am Meer und geht bis 6000 Meter, da fährt keiner Rad. Das ist kompletter Unfug. Wer will auf einen 6000 oder 3000 Meter Hochebene mit dem Rad fahren? Also die fahren da alle Moped. Na gut, egal. Also sind die Radwege in Peru schon vorweggenommen. Also wir haben 33 offizielle Milliarden Entwicklungshilfe in so sinnvolle Projekte wie Förderung des Gender-Schwachsinns in irgendwo. Egal. Ich kann es euch vorlesen. Ihr würdet, es würde noch bis morgen früh hier stehen und würdet es vorlesen. Ihr würdet, naja, ist egal. Bürgergeld für Nichtbürger, 23 Milliarden, die Ukraine 22 Milliarden, sollen ja jetzt 12 Milliarden mehr werden. Der Kanzler hat gerade die Munitionsfabrik aufgemacht, Klimahilfe 6 Milliarden. Das geht so weiter. Also, die Bauern sollen, um diese Steuerverschwendung zu finanzieren, zu einer Milliarde mehr herangezogen werden, die aber tatsächlich hier in Saatgut und sonstigen Themen fehlen. Das ist unfair. Die Frage ist doch, was ist mit der Steuerbefreiung für Flugbenzin? Ja? Wir erinnern uns alle noch, es gab ja vor kurzem noch die Modi-Welle, dass wir alle mit Flugtaxis irgendwie durch die Gegend reiten sollen. Also, die spannende Frage, weshalb wir hier stehen, ist, wer wird das nächste Bauernopfer dieser Regierung sein? Und ich sage es euch, wir werden es alle sein. Ja. Politik ist nämlich, wenn das CO2 sinkt, wenn die Steuern steigen. Das macht total Sinn. Wir haben also tatsächlich einen akuten Fachkräftemangel in der Regierung. Und es ist meines Erachtens ein Irrsinn, dass wir den durchschnittsintelligenten, hier versammelten Leuten das Steuergeld wegnehmen, um es dann Politikern zu geben, die offensichtlich minder intelligent und nicht so qualifiziert sind, um damit dies wieder ausgeben können. Das kann ja nur schief gehen. Also wir alle können definitiv mit dem Geld mehr anfangen, als für 340 Millionen Radwege in Peru zu bauen. Das kommt da nie an, Freunde. Nie im Leben kommt 340 Millionen Peru an. Das ist ein Scherz, der... Eine Komik ist das. Also, womit sich diese Regierung beschäftigt, sind ja nicht nur, dass sie die Bauern missachten, sondern sie beschäftigen sich mit so wichtigen Themen wie Doppelnamen, jährlichen Geschlechterwechsel, Frühsexualisierung der Kinder, Umstellung aller Heizungen, E-Autos, Turbo-Einbürgerung, Hitze- und Klimaschutz, Geldgeschenke an Drittländer, Waffenlieferungen in alle Welt. Womit sich diese Regierung allerdings nicht beschäftigt, deshalb sind wir hier, ist die Wirtschaft. Davon haben wir keine Ahnung. Die Sicherheit, die wird komplett preisgegeben. Kinderarmut, wird nichts gegen getan. Ungebremster Zuzug, brauche ich nichts zu sagen. Kriminalität, Altersarmut, Inflation, Bildungsnotstand, Wohnungsversorgung. Überhaupt die Ängste und Sorgen der Bevölkerung werden überhaupt nicht ernst genommen. Es wird über unseren Kopf hinweg regiert und deshalb sind wir hier. Und wir werden nicht mehr gehen, bis die weg sind. Wir haben schon mal einen Staat untergehen sehen und vielleicht sind wir ja live auf der Beerdigung dabei. Ja, ich bin gleich fertig. Weil aus der sozialen Marktwirtschaft ist eine ökosozialistische Kommandowirtschaft geworden oder soll es werden? Ich komme langsam zum Schluss hier. Gleich werde ich noch so ein paar Kampfparolen. Also, wenn die regierungstreu gelenkten Menschen, wie bei den Feierlichkeiten ehemals zum 1. Mai, staatsgelenkt gegen rechts auf die Straße gehen, anstatt endlich für den Frieden und gegen die Waffenlieferung in alle Welt aufzustehen, ist es bald gänzlich um deren Verstand und Freunde auch um Deutschland geschehen. Ich will aber nicht, dass wir so untergehen. Deshalb müssen wir mehr werden, wir müssen lauter werden, wir dürfen nicht mehr aufhören zu murren. Wir erleben vor unserer aller Augen diesen Staatsstreich als viel zitierte sogenannte Transformation. Und da habe ich auch gleich einen schönen Begriff von.
Es geht nämlich momentan von der Ampelregierung zur Hampelregierung. Das ist die Transformation, die sie wirklich vollziehen. Diese Menschen, die da an der Macht sind und sich offensichtlich von den Klimaklebern den Klebstoff geborgt haben, um sie am Sessel festzukleben, haben keine Angst vor der die Demokratie. Sie haben Angst vor der Demokratie, nämlich Angst vor dem Volk. Und es ist verkehrt. Und das ist in einer Demokratie, es ist vollkommen in Ordnung, dass die Politiker Angst vor dem Bürger haben. Umgekehrt ist es schlimmer, wenn der Bürger Angst vor der Politik hat. Ich bin der Auffassung, mögen diese Politikdarsteller untergehen, sie sind ja selbst bestenfalls gefallene Engel aus der Hölle, wo sie dann auch wieder hingehören. Wir hingegen wollen dieses Land voran und vor allem aus dem Schlamm bringen und merke an die versammelte, lauschende Corona hier, ich bedanke mich, ein Schachspiel beginnt regelmäßig, gut, du kannst auch andere Züge machen, aber regelmäßig mit den Bauern und endet erst, wenn der König fällt. Ich wünsche Ihnen allen, die ihr hier gekommen seid, bleiben Sie alle bei Verstand. Und wer nicht kämpft, hat schon verloren. Wir sind nämlich zu aufrecht, um die Klappe zu halten, zu ehrlich, um überall beliebt zu sein und zu stark, um sich kleinkriegen zu lassen. Wir haben nicht laufen gelernt, um zu kriechen, und wir haben nicht sprechen gelernt, um zu schweigen. Liebe Freunde, bleibt zusammen. Bleibt stark. Lasst euch nicht in irgendwelche komischen Rechts- und Linksgeschichten. Das Leben hat immer ein Spektrum. Ja? Lasst euch nicht spalten. Dankeschön. Ich möchte mich auf jeden Fall schon mal für die zahlreichen Spenden bedanken. Und ich möchte euch noch mitteilen, das Geld ist nicht irgendwann weg. Wir werden es nicht alles brauchen, weil wir haben schon gesehen, da waren noch große Scheine dabei. Wenn ihr mit einverstanden seid, wir möchten es gern an das Hospiz spenden irgendwann. Richtig offiziell mit Zeitung und allem drum und dran. Dass alle sehen, dass ihr Geld gut überlegt wurde. Guten Abend, Brückenberle. Guten Abend, Prignitz. Guten Abend, Altmark. Guten Abend an alle, die den Arsch hochkriegen. Und ich bin heute hier erneut. Bisschen zu laut. Bin erneut hier, um dieser Regierung meine Verachtung auszusprechen. Meine tiefste Verachtung. In der letzten Woche, das habt ihr ja mitbekommen, war der Zeitungsvertreter Scholz beim Biden. Also man hatte den Eindruck, als sie da im Kaminzimmer saßen, dass der dem Abo abschwatzen will. Er ist erfolglos zurückgekommen. Der kriegt dort drüben das Geld nicht frei zur weiteren Unterstützung der Ukraine. Und wir haben keines mehr. Und kaum, dass er wieder da ist, da kommt der Hofreiter um die Ecke und die ganzen Schranzen, die sich da oben verstecken und reden davon, die Schuldenbremse zu lösen und wieder mal ein Sondervermögen aufzunehmen. Sag mal, Leute, geht's noch? Die kürzen überall, die nehmen uns was weg, wo sie nur können. Die sind pleite bis zum geht nicht mehr. Die haben Schulden, die Major, der jeden Tag seine Freizeit im Bordell zubringt. Und gern ein neues Sondervermögen für einen Krieg, der uns nicht angeht? Geht's noch? Geht's noch? Meine tiefste Verachtung für die Herrschaften. Und dann kommt einer, ich bin gleich fertig, ich fasse mich kurz. Dann kommt einer um die Ecke, der Mann heißt Roderich Kiesewetter von der Union, der ist dort wehrpolitischer Sprecher. Der wehrpolitische Sprecher, das ist ein schöner Ausdruck. Und der möchte gerne in Russland einmarschieren. Als Oberst AD stellt er sich das natürlich sicher so vor, dass er da nicht dabei sein würde, sondern das Geschehen aus dem sicheren Rückraum kommentieren würde. So kennen wir die Sofa-Helden. Okay, Dinge wie das Grundgesetz und solche Sachen sind der Union, wie auch der aktuellen Regierungskoalition, sowieso scheißegal. Aber, und jetzt hört gut zu, das ist ein Auszug, Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Artikel 26 Absatz 1 Grundgesetz. Roderich, zieh los! Aber weder ich, noch meine Nachkommen, noch sonst jemand von uns hier, vom Volk, wird diesem Irrsinn folgen!
offen zum Krieg aufruft, wer offen zum Krieg aufruft, gegen die Verfassung verstößt, der hat weder im Deutschen Bundestag was zu suchen, noch irgendwie das Maul aufzumachen. Und damit ihr das wisst, vielleicht bin ich nächste Woche nicht mehr da. Kann ja sein. Ich habe diesen Mann angezeigt. Das kann jeder tun. Online oder bei der nächsten Polizeistation. Ich möchte in unserem stolzen Land keine Volksverräter in der Regierung haben und nicht im Deutschen Bundestag. Ich möchte nicht, dass deutsche Soldatinnen und Soldaten für die feuchten Träume von irgendwelchen Trotteln auf fremder Erde fallen. Punkt, aus, basta! Schluss damit! Und das war's auch schon. Danke, wirklich, für die sehr, sehr guten Reden heute Nachmittag, heute Abend. Ich möchte euch bitten, wie wir vorhin schon gesagt haben, bringt eure Nachbarn mit, mobilisiert alles, was da ist, wirklich. Wer nicht laufen kann, der wird gefahren. Bei mir im Trecker ist immer ein Platz frei, obwohl nicht viel Luft ist, wenn ich da drin sitze, aber ist egal. Denkt bitte daran, bringt die Leute mit. Das ist ganz wichtig, wir müssen einfach mehr werden. Die Ampel muss weg! Die Ampel muss weg! Die Ampel muss weg! Danke! Ja. Weiß ich nicht, ob es jemand mitbekommen hat. Ich war in Lübeck letzte Woche bei Herrn Lindner. Ich habe da auch dem NDR ein Interview gegeben, aber das wird komischerweise alles weggedeckelt. Obwohl die drei Leute vom NDR gesagt haben, das ist Volkes Stimme. Genau das ist das, was wir haben wollten. Der Kameramann, die Tonfrau und der Journalist. Du bist sofort in den 18 Uhr Nachrichten. Er hat gesagt, Leute, kriegt ihr bei eurer Chefredaktion nicht durch. Und genauso war es auch. Also wir müssen gucken, dass die Medien langsam aufwachen und auch neutrale Berichterstattung machen. Und dazu müssen wir viel, viel mehr werden, dass man uns nicht mehr wegschweigen kann. Denn wir wollen alle nur eins. Gleiches Recht für alle und das Leben muss bezahlbar bleiben. Ja, schönen guten Abend. Nachdem ich am letzten Montag schon was gesagt habe, wollte ich heute eigentlich nicht. Aber zwei Ereignisse, auf die ich gleich komme, haben noch dazu geführt. Ich werde mich trotzdem sehr kurz fassen. Anfangen will ich allerdings mit der obligatorischen Frage, ob irgendein Mitarbeiter des Prignitzers seine Verbundenheit zur Bevölkerung zum Ausdruck bringen möchte und sich hier zu erkennen geben möchte. Nicht alle auf einmal? Naja, dann ist wohl das Auftreten der Medien verbunden gewesen mit dem Auftreten unseres Bürgermeisters und des Chefs der Stadtverordnetenversammlung. Zum Bürgermeister, ganz kurze Ergänzung. Dass wir den Mann hier gesehen haben, hat nichts damit zu tun, dass er euch irgendetwas mitzuteilen hatte. Ich erinnere daran, am 10. März sind Bürgermeisterwahlen. Das war aus seiner Sicht eine reine Wahlkampfveranstaltung. Und dass der Herr Koruk hier aufgetaucht ist, brauche ich eigentlich gar nicht kommentieren. Er hat euch ja selbst gesagt, was er von euch hält. Ihr seid für den ein Karnevalsverein. Der stand hier in der Bütt. Der hat für euch nichts, aber auch überhaupt nichts über. Und darum sollten wir nicht nur nach oben gucken. Nicht nur nach oben, sondern auch unten, die vielen Helfershelfer. Das ist nicht mein Volksvertreter. Der gehört weg. Und eure finanziellen Sorgen interessieren einem Koruk überhaupt nicht. Allein für die Tätigkeit als Stadtverordnetenvorsteher kassiert er zu seinem üblichen Einkommen monatlich 550 Euro. Plus 20 Euro für jede Sitzung. Die muss ja natürlich extra bezahlt werden. Das zu diesen beiden Typen kann jeder selber mit sich zusehen, wie er ins Reine kommt. Dass ich hier heute oben stehe, sind allerdings, daran sind zwei Meldungen aus der vergangenen Woche schuld. Einmal den Mittwoch, da hat ein gewisser Cem Özdemir verkündet, dass er die Steuer auf Fleisch- und Wurstwaren von 7% Lebensmittel auf 19% Luxus erhöhen will.
Man muss doch den Landwirten eben auf dem Umweg an eine Tasche gehen können. Ich habe nichts dagegen, wenn dieser Cem Özdemir mir Gras futtern will. Aber mein Fleisch lasse ich mir von dem Typen nicht versauern. Und wenn der Typ das gerne möchte, soll er Bescheid sagen, dann kaufe ich ihm auch eine Sichel, dann kriegt er mehr ab. Eine Meldung vom Wochenende. Im Erzgebirge gab es einen Brandanschlag auf einen Landwirt oder dessen Maschinen, der sich an den Bauernprotesten beteiligt hat. Ich sag mal so, wenn das ein Grüner gewesen wäre, hätte unsere Presse sofort gewusst, wer es war. Dann wären es die Rechten gewesen. Nur halten sich unsere Medien doch ein bisschen zurück, ganz eigenartigerweise. Man findet die Schuldigen nicht. Ich sag nur eins, Daumen hoch für diesen Mann, der verkündet hat, er lässt sich nicht einschüchtern, er macht weiter. Und ich sage dazu, und das verspreche ich hier, wenn für den Mann ein Spendenkonto eingerichtet wird, da spende ich, aber nicht einen Cent für Baerbock und Co. und alle anderen Kriegstreiber, inklusive Zelensky, der immer wieder betteln kommt. Und bei diesen ganzen Bettelaktionen von Zelensky gebe ich eines zu bedenken. Wenn das so sein sollte, dass da so ein erbitterter Krieg ist, dann vermisse ich eigentlich seine Bettelaktion nach humanitärer Hilfe. Er hat noch nie gesagt, er braucht Medikamente, er braucht Verbandsmaterial, er braucht Waffen, Waffen, Waffen. Gebt dem Kerl doch ein Raumschiff, dass er wegfliegen kann. Dankeschön. Ich glaube, heute Abend wurde alles gesagt. Ich möchte mich nochmal ganz klar bei den... Nee, heute Schluss, nächste Woche wieder. Aber wir haben heute gesagt, wir machen das ein bisschen kürzer, alles gut. Ich möchte mich wirklich nochmal bei den Bauern bedanken, die heute wirklich zahlreich erschienen sind. Aber nicht zu vergessen, unsere Handwerker, ja, die heute auch sehr, sehr fleißig heute hier waren. Also dafür auch einen Applaus. Was ich auch noch sagen möchte, Kalle Koch hat mir heute einen schönen Satz geschickt. Wir streiken auch, aber wir haben bloß keine Trecker. Ist ja richtig. Ja, aber Kalle, wenn du ihn brauchst, dann kommst du hin und wir geben dir ihn. Also trotzdem vielen Dank, dass ihr heute da wart und bitte animiert eure Nachbarn, ganz egal auf Arbeit, weil wer jetzt noch nicht im wohlverdienten Rentenalter ist, der geht ja auch noch arbeiten. Die anderen Frauen gehen ja gar nicht her. Denn eins muss man ja auch ganz klar sagen, die Hand, die mich füttert, die beiß ich nicht, oder? Also, ich freue mich wirklich, dass ihr alle hier gewesen seid. Ich wünsche euch alle ein... Ja, du bist ja Rentner. Ist ja, ist nicht zu sehen. Aber kommt alle gut nach Hause und dann heute in einer Woche. Ja? Tschüss, ciao, ciao. Ja, Bermus! Wunderbar, bis nächste Woche!